Jo, hier ist Mr. Mike. Ich bin zurück mit einer weiteren Runde NBA 2K Playgrounds 2 für die PlayStation 4 zockig's. Und ich bin wirklich geil auf das Spiel. Das Spiel macht ohne Ende Bock. Da könnt ihr mir echt sagen, was ihr wollt. Und für 30 Euro, mittlerweile kriegt ihr es bestimmt auch schon für weniger Geld, für 25 Euro gebraucht oder so, Amazon auschecken. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Es ist einfach ein Fun-Spiel. Mir macht es wirklich Spaß ohne Ende. Das Auflevel ist vielleicht ein bisschen nervig, wenn man sich da wirklich versuchen will. Da bist du echt lange beschäftigt. Ich versuche mich gerade auch Michael Jordan freizuschalten. 25.000 Punkte brauche ich da. Da bist du länger unterwegs. Die Season habe ich angefangen mit den 76ers. Da habe ich leider böse auf den Sack bekommen, da habe ich nur verloren. Leider. Der Computer ist ziemlich tough unterwegs. Ich weiß gar nicht, welche Schwierigkeitsstufe das war. Letztens einen Dreier-Contest gemacht, das war auch ziemlich cool. Aber das Spiel so alleine, ja, bockt auf jeden Fall. Aber du kannst es natürlich nicht mit NBA 2K19 vergleichen. Das auf keinen Fall. Ich mache trotzdem noch eine Season. Und das ist halt ein bisschen schade, dass man halt so wenig Teams am Anfang zur Auswahl hat. Ich habe jetzt hier nur Miami Heat und die Sixers. Hier Schwierigkeitsstufe, ich weiß gar nicht, was ich gezockt habe. Ich probiere es mal auf normal. Letztens habe ich böse auf den Sack bekommen. Aber wie gesagt, lustiges Spiel. Wenn ihr mir live zusehen wollt dabei, Twitch auschecken, Mr. Mike Production. Instagram für Gewinnspiele, Mr. Mike Production. Facebook für alles weitere, Mr. Mike Production. Mein Merch, Mr. Mike Production. Ihr wisst so langsam, Mr. Mike Production. Ja, aus dem Computer hier noch auswählen, sehr gut. Okay. Ey, das Spiel macht wirklich so Bock. Sehr viel Frustration ab und zu dabei, wenn es einfach nicht läuft, aber trotzdem, es macht Bock. Es erinnert mich auch so ein bisschen damals in meine Kindheit zurück, NBA Jam Zeiten. Sehr geil, sehr, sehr geil. Echt, holt es euch. Das ist für 30 Euro hast du wirklich jede Menge Spielspaß. Einen langen Spielspaß auf jeden Fall. Also richtig gut, richtig gut. Und hier geht's gleich mal los. Oh, Glenn Rice ist bei mir. Also ich bin eigentlich genau oben zur richtigen Zeit, aber ich krieg diesen Ball nie. Okay, war richtig beschissen. Timing ist einfach alles bei dem Spiel. Und Timing, da fehlt es mir ein bisschen. Oh, Timmy! Oh Mann. Als ob jemand Tim Hardaway den Ball klauen würde. Wer kennt noch Tim Hardaway? Hashtag da. Oh Mann, 6-0. Ja, hier darf auch mal geflucht werden. Das ist doch wirklich. Okay. Dann machen wir das mit dem Putback. So sieht's aus. Ich finde echt, es müsste viel mehr solche Arcade-Spiele geben. Habe ja schon mal gesagt. Auch jetzt nicht nur auf Basketball bezogen, auch Fußball, Fever Street damals. Ich würde das so gerne auch wieder zocken. Das hat einfach Bock gemacht. Oder NFL Street, wer kennt das noch? NFL Street, das war richtig geil. Also ich spiele ich überhaupt Defense? Das ist ja furchtbar. Das ist man muss hier mithalten. Aber ihr seht schon, sogar auf normal, Schwierigkeitsstufe normal, ist der Computer nicht schlecht unterwegs. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, im Mike ist einfach scheiße. Natürlich. Fuck, zu lange. Oh, passt. Aber naja, was soll man machen? Jedenfalls macht trotzdem Bock. Ich will jetzt echt mal gegen andere Leute spielen, nicht nur mal gegen Computer. Wow, okay. Boah, lauf. Timmy! Meine Güte, Timmy reißt dich zusammen. Timmy! Klingt so. Oh, was ist da? Da brennt der Dreier. Die Dreierlinie ist bei mir markiert. Ich hab's auch immer noch nicht raus, was ist. Ich glaube, ich muss Dreier schießen. Jetzt ist es weg. Hier ist er. What? Oh, die Shotgrabber, Mann! Fuck, keiner sagt was. Sagt was, Mann! Was soll der Scheiß? Ja, schön, getimt beim Rebound. Oh, was für ein Crossover, komm schon. Der Verteidiger ist sofort wieder da. Gibt's ja nicht.
Komm schon, wir sind alle liegen am Boden. Scheiße! Lauf in Bungie, die Spieler sind so langsam. Die sind so fucking langsam. Das ist so beschissen. Meine Fresse, sind die langsam. Und ich kann nicht aufleveln, ich brauche die Punkte für Michael Jordan. Komm schon, wenigstens blockt er den vor. Lauf doch mal, Mann. Oh, Timmy stopft ihn. Sehr schön. Ja, Mann. So sieht's aus. Was ist jetzt? Ein Fire oder was? Ein Power Ranger Fire. Oh nein. Was ist das für ein Fire? Da gibt's doch verschiedene Arten von Fire. Fire. Oh, 3 Punkte. Das ist natürlich ein schöner Bonus. Das sind ja hier Nordkorea-Regeln. Komm schon, lauf! Oh, ein bisschen mehr Speed. Ja, Mann! Bam! Bam! So sieht's aus. Das in der Schlussphase. Ich denke, da konnte ich mir gar nicht aussuchen. Scheiße! Feier vorbei. 9. 7. 6. Timmy! Timmy! Schön, Timmy! Ja, Mann! Solide! Solide! Erste Spieler! Finde ich gut! Und ich finde, ja, das sollte man fast weitermachen, oder? Ah, ich habe jetzt eine Season angefangen, ich habe das gemacht. Ich habe noch nicht mal 10.000. Meine Fresse, das dauert noch ewig bis zu Michael Jordan. Okay, ein Spiel mache ich noch, weil ich gerade so einen guten Run habe. Sehr schön, das muss man ausnutzen. Ja, weiter. Gegen die Raptors. Sehr schön. Sehr schön. Es würde natürlich noch mehr Spaß machen, wenn man natürlich alle Spieler zur Verfügung hat und alle voll aufgelevelt. Das finde ich, ist ein bisschen bescheuert. Und da haben wir auch alle viele geschimpft, weil das halt dieses, du kannst ja echte Kohle reinstecken, um die Spieler schneller zu kaufen und hoch aufzuleveln. Das ist beschissen. Das kannst du bei einem Spiel nicht machen. Das muss von Anfang an bei so einem Arcade-Spiel. Entweder du kannst es nur aufleveln und lange spielen, und es darf nichts kosten. Das ist wirklich ein Abzocke. Aber das ist ja die Videospieleindustrie heutzutage. Timmy! Schöner Punkt gleich mit einem extra Punkt dazu. 3 Punkte ist ja schon gut. Das ist einfach dieses Pay-to-Win-Fuck. Also jedes Spiel, das mit Pay-to-Win daherkommt, müsste man schon sagen, Alter, dein Scheiß kauf ich nicht, kannst du sonst wohin stecken. Aber macht ja keiner. Macht ja keiner. Timmy, oh, die machen wir schön. Die machen wir schön zu. Ich komme auch gar nicht ran. Oh, schön. Das sind die easy points, die ich brauche, um zu überleben. Ich glaube, die letzte Season habe ich nicht auf normal gespielt. Da war ich schon Experte, glaube ich. Der Computer kommt jetzt nicht mehr so stark vor. Ist dann Eis. Oder ist der Korb auf Eis? Diese Moves. Ich dachte, die muss normal Moves einbauen. Lauf mal. Try for a 3, not a 0. Frozen basket lottery pick can only be. Komm schon, wieso macht er nicht Crossover? What the fuck? Was war das schon? Ey, komm schon mal. Die müssen doch nicht so leicht. You're real good. Timmy! Ah, oh, das war nicht Timmy! Der ist so lahm! So lahm! Das ist echt ein bisschen nervig. Oh Mann, ey! Das beschissene, nervige ist ja. Beschissen nervig ist ja. Du bleibst auf dem Turbo-Knopf drauf, du siehst die Turbo-Leiste geht runter. Aber er läuft eh nicht schneller, du kannst dir die ganzen scheiß Turbo eh sparen. Es ist kein Unterschied, ob du auf Turbo bist oder nicht, das ist so beschissen. Habe ich schon gesagt, dass es beschissen ist? Das ist echt beschissen, Mann.
Das ist so von Arsch. Das macht echt keinen Bock. Oh mein Gott. Oh, das Timing! Ficken, ficken, Mann! Das ist. Da krieg ich Frust bei so einem Scheiß. Ey, du machst zwei Crossover und hat keine Energie mehr. Perfekter Wurf, drei Punkte. Oh, Timmy, Timmy! Timmy kann auch nicht was. Sehr schön. Die kurze Frustphase wieder vorbei. Ich entschuldige mich dafür. Etliche Kraftausdrücke, aber das ist. Das gehört jetzt nicht. Scheiße. Putback. Vier Punkte. Ein vier Punkte Putback da. Was will der denn? Was ist denn das jetzt? Ich verstehe diese Bonuspunktaufteilung nicht. Oh, drei Punkte, ja. Keine Ahnung. Nordkorea-Style. Wer das Video nicht kennt, oben rechts in der Ecke verlinkt die skurriosen Regeln in Nordkorea. Da gibt's echt geile Sachen. Ey, da gibt's so geile Sachen. Ist das ein Buzzer? Oh, schade. Naja, trotzdem, gewonnen. Ja, auf normal geht's. Auf normal ist der Computer schlagbar. Ich bin auch schlecht. Ich spiele doch zu wenig, glaube ich. Ich will aber gegen andere Leute spielen. Ich will nicht mal gegen Computer spielen. Ich habe noch nicht mehr, immer noch nicht 10.000 Punkte. Bullshit. Aber naja, vielleicht. Vielleicht komme ich diesmal in die Playoffs. Mit den Sixers habe ich total versagt. Und naja, das war es jetzt erstmal. Ja, Feedback geben, eure Meinung. Wie findet ihr das Spiel? Ich finde es geil, echt. Ihr müsst das mal Probe spielen. Es macht wirklich Bock. Es macht wirklich Bock. Echt, sehe ich keinen Scheiß. Und für den Preis vor allem. Wenn du es für einen 20 kriegst, hey, hast du stundenlang Spielspaß. Was willst du mehr, Mann? Was willst du mehr? Hä? Eben, oder? Ja. Also ich bin raus. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike. Böö. Mr. Mike.